gegen das, was ich vorher beschrieben habe, nämlich dass der Müßiggang aller Laster Anfang ist, dass sozusagen die Langeweile etwas ist, das man unbedingt vermeiden muss. Damit hat sich ja dann auch die Aufklärung beschäftigt, ja? So 17. bis 18. Jahrhundert. Und ich habe zwei Autoren mitgebracht. Das eine ist Blaise Pascal, ein französischer Philosoph, und das zweite ist Immanuel Kant, ein deutscher Philosoph. Und ich möchte nur kurz sozusagen sagen, was sie zur Langeweile meinten, weil das natürlich auch für uns, wenn wir glauben, dass wir in einem aufgeklärten Zeitalter leben oder uns bemühen, aufgeklärt zu sein, was heißt denn das dann für die Langeweile? Ist das positiv gemeint oder ist das sozusagen etwas negativ gemeint? Ich beginne mit Blaise Pascal. Das Elend des Menschen ist, sagt er, ich verkürze es natürlich, ja, dass er in einer beständigen Unruhe lebt. Erstens muss er seine natürlichen Bedürfnisse, das heißt Essen, Trinken, Schlafen, befriedigen. Das dauert schon einmal, das braucht das meiste seiner Zeit. Aber dann bleibt noch ein bisschen Zeit übrig. Ja, was macht er denn dann mit dieser Zeit? Und Blaise Pascal, das ist dieses Zitat, das sehr bekannt ist, hat gesagt, das Unglück der Menschen kommt daher, dass sie nicht verstehen, sich ruhig in einer Stube zu halten. Also wer war denn der Herr Pascal? Er war Mathematiker, er war Physiker, blitzgescheiter junger Mann, der Zugang gefunden hat zu den höheren Gesellschaftsschichten. Also man würde heute sagen, er hat da sehr starke dogmatische Ansichten gehabt, nämlich seiner Meinung war, in dem Moment, wo ich Langeweile hätte, soll ich mich mit Gott beschäftigen. Und wer Langeweile hat, der zeigt, dass er von Gott abgefallen ist. Das war der Herr Pascal. Ich will seine Erkenntnisse nicht schmälern, aber er war im Hinblick auf die Lebensführung und das, was Langeweile sein kann, sehr eingeschränkt. Was versteht Kant unter Langeweile? Ich zitiere kurz. Die Langeweile ist bei Kant die Anekelung seiner eigenen Existenz aus der Leerheit des Gemüts an Empfindungen, zu denen es unaufhörlich strebt. Also, der Mensch strebt unaufhörlich nach Empfindungen. Wenn einem langweilig ist, fehlen die, weil ihm kein Input kommt, sondern man, der Qualtinger würde sagen, weil man so fad ist. Ja? Also, was mache ich dann mit dieser Zeit? Kant sagt, der Mensch will grundsätzlich Schmerz vermeiden und Lust gewinnen. Und jetzt haben wir bei der Langeweile aber so ein Problem. Auf der einen Seite, also wirklicher Lustgewinn ist es nicht, weil ich habe ja keine Empfindung. Schmerz jetzt auch nicht unbedingt, das ist so ein Zwischending. Und daran erkennt man schon, dass sich die Philosophen mit der Langeweile, nämlich immer dann, wenn es bei den Philosophen ums Gefühl geht, tun sie sich schwer. Ja? Da kann man wunderbar über das Eine, das Wahre, das Gute und das Schöne, kann man wunderbare Gebäude errichten, Denkgebäude, aber wenn es dann um das Fühlen und um die Empfindung und um das Spüren geht, da sind sie dann meistens ziemlich sprachlos. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis biografisch auf den Herrn Kant. Der hat ja bekanntlich in seinem Leben Königsberg niemals verlassen. Das heißt, er blieb immer in der gleichen Stadt. Man konnte in Königsberg auch die Uhr nach ihm richten. Das heißt, er hat seinen täglichen, beniblen Spaziergang vollführt. Hatte natürlich auch einen Diener, das war der Herr Lampe. Und der hat ihm, glaube ich, 30 Jahre lang oder so als Diener die tägliche Arbeit abgenommen. Irgendwann hat der Herr Lampe wahrscheinlich aufgrund der täglichen Gewohnheiten des Herrn Kants zum Saufen angefangen. Daraufhin hat der Herr Kant den Herrn Lampe aus seinen Diensten entfernt. Das war ihm aber dann so anstrengend, den neuen Diener nach seinem Namen zu nennen. Den hat er dann einfach wieder Lampe genannt, weil da war er gerade so drinnen. Also bei Kant geht es darum, eben auch, und das haben wir eben auch aus diesen christlichen Wurzeln schon gesehen, die Arbeit ist das Wesentliche. Und man darf nach der Arbeit zur Ruhe kommen, man darf auch Tabak rauchen nach Kant, man darf Spiele spielen, man darf sich schon entspannen, aber das Wesentliche ist die Entspannung nach der Arbeit. Das heißt, auch da ist die Langeweile eigentlich ziemlich negativ konnotiert und das finde ich schade.